Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Mal gucken, was Etten zu sagen hat oder ob er was zu sagen hat. Ein paar Fragen. Okay. Was willst du wissen? Warum habt ihr die Sith verlassen? Nein. Ich glaube. Okay. Also nicht. So, dann werden wir gleich mal HK mitnehmen und. Mit dir eigentlich? Was bringt ihr mir? Ich bin gewillt, einige eurer Fragen zu ertragen. Ah, ja. Ich wollte über Wogger reden. Was ist mit ihm? Ich bin sicher, dass ihr mehr über seine Aktivitäten wisst als ich. Ich warne euch. Wenn man einmal mit den Hutten Handel treibt, haben sie einen für immer in der Hand. Aber sicher kümmert euch das in eurer Kurzsichtigkeit nicht. Okay. Ihr... wo ist Hauptquartier? Na, das ließe ja tief blicken. Ich bin... er wurde zu eurem... Er beherrscht... Dann... Ja, irgendwie, ich glaube, so erfolgreich ist das jetzt nicht mehr. Wie sieht es denn mit unseren Mädels aus? Mein Leben für das eure. Ich wollte euch einige Techniken zeigen, die ich auf meinen Reisen gelernt habe. Ich bin für alles bereit, was ihr mich lehren wollt. Ich verstehe jetzt. Gut. Mein Leben. Ich bin. Okay. Mein Leben. Ich habe eine Frage. Erzählt von eurem Heimatplaneten. Ich spreche nicht gern darüber. Ich. Mein Meister. Ich. Da brauchen wir wohl auch noch ein bisschen. Mein Meister. Es gibt nicht. Sie. Einfluss. Ich beantworte. Ich kenne doch. Es gibt viel. Nee, sie. Okay. Du bist doch nicht so verletzt, sag mal. Ich glaube, mit dir haben wir das Oder haben wir das erledigt? Ich glaube schon. Ja? Habt ihr Fragen an mich? Mehr über Lichtschwertkampf? Das heben wir uns auf. Ich hab doch eins. Gut. Könnt ihr mich irgendwelche Lichtschwertformen lernen? Die Jedi praktizieren viele verschiedene Formen, viele verschiedene Stile des Lichtschwertkampfes. Es ist gut, sie alle zu kennen, sich aber nicht darauf zu verlassen. Vielleicht habt ihr schon gespürt, wie mit euren Fertigkeiten und euren Wahrnehmungen auch das Shi'icho, die einfachste aller Formen, wieder zu euch zurückkehrt. Mit der Zeit, mit zunehmender Erfahrung, werdet ihr euch auch an andere Formen erinnern. Wisst ihr denn was über die Masaki-Technik? Eine Technik, mit der ihr den Machtangriffen eines Gegners widerstehen könnt. Außerdem ist sie hervorragend für den Kampf mit dem Lichtschwert geeignet. Sie richtet mehr Schaden an, macht euch aber gegenüber anderen Angriffen verwundbar. Verwendet sie nur gegen Gegner, die mit der Macht oder einem Lichtschwert kämpfen, nicht gegen andere. Mit der Zeit, mit zunehmender Erfahrung, werdet ihr euch auch an andere Formen erinnern. Ah, cool. Sorisu? Eine defensive Technik, aber wirksam. Verwendet sie, wenn ihr keine Treffer erleiden wollt oder wenn ihr vielen Feinden mit Blastern gegenübersteht. Mit einem Lichtschwert könnt ihr diese Technik ausgezeichnet dazu verwenden, die Blasterschüsse eures Gegners zu deflektieren. In anderen Situationen zögert sie das Unvermeidliche nur hinaus. Mit der Zeit, mit zunehmender Erfahrung, werdet ihr euch auch an andere Formen erinnern. Schirntechnik. Eine aggressive, aber äußerst wirkungsvolle Technik. Ihr könnt sie gegen Blasterwaffen einsetzen und die Schlagkraft eurer kritischen Treffer erhöhen. Mit der Zeit, mit zunehmender Erfahrung, werdet ihr euch auch an andere Formen erinnern. Okay. Gut. Machtform? Gut. Ich habe mir gestattet, die Macht zu fokussieren. Dieser Stil erlaubt es euch, eure Machtstärke schneller wiederzuerlangen. Außerdem verleiht er euren Machtfähigkeiten größere Stärke. Er hat sonst keine Nachteile. Eine solche Technik ist ein Geschenk.
Sie wird von den Jedi-Gesandten bevorzugt und ist vor allem in Kämpfen sinnvoll, in denen ihr allein durch die Macht kämpft. Gut. Gut. Ich glaube, sonst haben wir nicht mehr. Nee. Okay. So, vielleicht nehmen wir sie dann auch einfach mal mit. Dann nehmen wir HK und sie mal mit. Ja, ich glaube, sonst war hier erstmal nichts. Dann mal ab nach draußen. So, HK. Kira. Gut, gut. So, die dürfen beide nochmal aufsteigen. Ich will dir aber erstmal Lichtschwert geben, meine Liebe. Ja, das ist deutlich besser. Nee. Den normalen bitte. So. Was war das? Energieresistenz. Ah. Ja, komm. Verbesserten Lichtschwertwurf. So, dann schauen wir mal weiter. Umwaffner Spezialist ist auch ganz schön. Ich glaube, bei dir wäre es auch langsam mal sinnvoll, auf die Kampffähigkeiten hier zu gehen. Oder habe ich noch irgendwas angefangen, was ich beenden wollte? Nee. So. Kannst noch ein bisschen was Sinnvolles hier beitragen. Ah, da, komm, mach. Ja. Zack. Hinzufügen. Fertig. Ich habe 2 bekommen. Okay, gut. Na dann. Machen wir das mal noch. Okay, dann haben wir ja noch ein bisschen Level-Gedöns, aber ist ja auch nicht verkehrt. Muss ich sagen. Um die Geschwindigkeit mal weiter. Und wir können auch die Attribute leveln. Das ist schön. Weisheit bitte. Ja. Langsam wird's ja. So. Du darfst auch noch aufsteigen. Ja, nehmen wir die 3 nochmal. Fähigkeit ist bei ihm, glaube ich, auch nicht verkehrt. Habe ich so den Eindruck. Von daher werden wir das auch mal gerade leveln. So, was können wir denn sonst noch Gutes tun? Die Fähigkeiten weiter ausbauen. Geschick, jawohl. Gut, dann bin ich doch mal gespannt. Habe ich irgendeine... Ich rede mal mit ihm, vielleicht hat er irgendwas zu sagen. Ups. Erkundigung. Soll ich jemanden für Sie töten, Meister? Target Practice gerade nicht. Ich habe ein paar Fragen. Feststellung. Ich wollte wieder über die anderen HK-Einheiten reden. Aussage. Vortrag. Ich glaube, dass es sich um ein passives... Was machen wir damit? Antwort.
Meister, ich vermute, dass wir nur warten müssen. Antwort. Es gefällt. Ich würde gerne die Quest jetzt machen. Erkundigung. Tja, ich muss mir über die Doppelgänger wissen. Achso, du kannst die AK-Fabrik nicht aus freien Stücken besuchen. Sie wird im weiteren Verlauf der Handlung automatisch ausgelöst. Alles klar, okay. Dann vergiss das mal. Okay, gut, gut, gut. Wahrscheinlich, wenn wir dann zu der Akademie auf Telos zurückkehren. Das könnte natürlich gut sein. Na gut, was machen wir da als nächstes? Was haben wir denn eigentlich noch da? An Planeten, auf denen wir noch nicht waren. Gelos waren wir ja, Duxun, Onderon, Nashadar, Korriban waren wir noch nicht und Dantooine waren wir auch noch nicht. Na komm, dann schauen wir mal auf Dantooine vorbei. So, angekommen. Ja, ich glaube, wir nehmen die gleiche Konstellation nochmal mit, oder? Obwohl. Weiß gerade nicht. Und vielleicht dich mal mit. Den haben wir noch nicht ganz auf die dunkle Seite gezogen, sehe ich gerade. Jetzt habe ich halt nur Nahkämpfer. Naja. Noch ein Besucher. Ihr wollt wohl auch die alte Jedi-Enklave plündern. Aber ihr müsst zuerst Administratorin Adara aufsuchen. Wovon sprecht ihr? Seid ihr einer der Schrottsammler? Euer Schiff sieht ganz schön mitgenommen aus. Aber ihr wirkt irgendwie anders. Schrottsammler, ich weiß nicht, was ihr meint. Wer seid ihr dann? Auf Dantooine waren in letzter Zeit nur Schrottsammler und eine Menge Söldner. Ich will in die Enklave, aber ich bin kein Schrottsammler. Ihr wollt nur die Aussicht genießen, was? Ihr seid nur ein Schrottsammler. Geht zur Administratorin Adare in Kunda, wenn ihr zu den Ruinen wollt. Wo liegt denn Kunda? Ganz in der Nähe. Dieses Gebäude war mal das Anwesen von Matalei, aber er hatte während des Krieges ziemliches Pech. Die Administratorin hat es wieder aufgebaut. Seitdem ist es Sitz der Regierung. Was? Das ist euer Regierungssitz? Ich weiß, er sieht relativ bescheiden aus, aber auf diesem Planeten leben nicht viele Siedler. Das Gebäude ist das Symbol des Neubeginns. Wir sind sehr stolz darauf. Naja, ohne die vielen Löcher wäre das beeindruckender. Wir arbeiten daran. Wollt ihr sonst noch über etwas reden? Wer ist denn Administratorin Adare? Sie war die Landwirtschaftsadministratorin von Dantooine. Nach dem Angriff der Sith hielt sie uns zusammen. Wenn sie nicht wäre, gäbe es hier nur noch Söldner. Warum sind hier so viele Söldner? Es gab schon vor dem Jedi-Bürgerkrieg Probleme mit mandalorianischen Söldnern.
Damals halfen uns die Jedi bei ihrer Beseitigung. Aber nach dem Krieg wurden viele Soldaten beider Seiten zu Söldnern. Und da wir sehr weit von den Kernwelten weg sind, sammeln sie sich hier. Haben die Söldner eigentlich Probleme verursacht? Der Unterschied zwischen einem arbeitslosen Söldner und einem Räuber ist die Vibro-Klinge. Wir können nur beweisen, dass sie ein paar Bauern eingeschüchtert haben. Die Bauern geben ihnen Vorräte, Geld oder Lebensmittel, um sie bei Laune zu halten. Die Administratorin ist die Einzige, die keine Angst vor ihnen hat. In letzter Zeit sind jede Menge Leute verschwunden. Die haben sicher nicht alle die Karth-Hunde gefressen, aber es gibt keine Beweise, dass es die Söldner waren. Wer ist denn verschwunden? Mal ein Bauer, mal eine ganze Familie. Wir haben im Krieg so viele Leute verloren, dass die Populationen der Karth-Hunde und der Kinraths nahezu explodiert sind. Es gab auch viele Angriffe auf Tiere. Einige sind tot. Also könnte es auch einfach nur Zufall sein. Aber viele der Unbeugsamen scheinen zu Unfällen zu neigen. Tja, warum brauche ich nicht zu Betreten der Enklave eine Erlaubnis? Habt ihr schon mal eine Jedi-Sicherheitstür gehackt? Die Ruinen sind vor den Schrottsammlern sicher, solange sie Adare nicht reinlässt. Na gut, dann gehe ich jetzt. Geht einfach in das Gebäude. Ihr werdet die Administratorin schon finden. Okay, so, dann dürft ihr auch nochmal aufsteigen. Fähigkeiten, blub, 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 blub. Oh. So. Zack, 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 zack. So, gucken, wie viel was wir noch rausholen können. Intelligenz machen wir bei dir auch noch. Lang keine Fähigkeiten mehr gemacht. Ich kann halt leider nicht mehr Fähigkeitspunkte machen. So. Ja, komm. Das Ganze so. Dann darfst du auch noch aufsteigen, meine Liebe. Soll ich auf Geschick ballern, das ist gut. So. An Kräften, was hast du denn eigentlich noch Schönes? Könnten wir mal weiter ausbauen, den Machtschrei. So. Theoretisch könntest du auch mal wieder ein Lichtschwert nehmen. Naja gut, das macht im Moment dann doch ein bisschen mehr Schaden. Mal gucken, ob wir irgendwann ein Doppellichtschwert kriegen. Dann kriegst du das auf jeden Fall. Guten Tag, Reisender. Im Namen der Kunda-Siedlung bin ich programmiert, Sie auf Dantooine willkommen zu heißen. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Du bist beschädigt, Droide. Was ist passiert? Verzeihen Sie, ich habe keine Erinnerung an die Sith-Invasion. Sith-Invasion? Fehler. Speicherüberlastung. Neustart. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Selbstdiagnose ausführen und Bericht erstatten. Bearbeite äußere Schadensanalyse. Ebene 7 beschädigt. Zahlreiche Schäden entdeckt. Servomotoren sind um 32 Grad dejustiert. Speicherüberlauf. Die Speichereinheit hätte vor etwa 56 Monaten gewartet werden müssen. Reparieren wir das Ganze doch mal. Gucken, ob das klappt. Guten Tag, Jedi. Willkommen auf Dantooine. Hey. Hat dich dieser Droide eben Jedi genannt? Nein, ihr müsst euch irren. Kann ich sonst irgendwie helfen, Jedi? Da, schon wieder. Der Droide nennt dich Jedi. Ich bin kein Jedi. Der Droide hat eine Fehlfunktion. Du bist kein Jedi. Der Droide hat eine Funktionsstörung. So kann man einen Streit auch für sich entscheiden. So. Guten Tag, Jedi. Kann ich Ihnen... Was kannst du mir über Dantooine erzählen? Dantooine ist eine ländliche Welt, weit ab von den galaktischen Handelsrouten, die primär von der Landwirtschaft lebt. Seit der Zerstörung der Jedi-Enklave hat das Plündern der Ruinen zu einem Wachstum der örtlichen Gemeinde geführt. Was weißt du über die Ruinen? Die berühmten Ruinen der Jedi-Enklave liegen nordwestlich des Kunda-Außenpostens. Betreten auf eigene Gefahr. Zeron fordert die Schrottsammler ausdrücklich auf, die gefährlichen Keller der Ruinen zu meiden.
Wieso wurde die Enklave zerstört? Vor etwa 5 Jahren griffen der dunkle Jedi Malak und seine Sith-Flotte Dantooine an. Die überraschende Bombardierung aus dem Orbit erstickte jeden Widerstand im Keim. Der Angriff zerstörte den Großteil der Jedi-Enklave, nur der Keller blieb teilweise erhalten. Der Angriff konzentrierte sich ferner auf einige obskure Ruinen im Süden. Der Grund hierfür ist unbekannt. Okay, was genau weißt du über mich? Sie sind als einer der Jedi registriert, die die Enklave verließen, um im Mandalorianischen Krieg zu kämpfen. Bis heute wurde keine Rückkehr aufgezeichnet. Ist das alles? Es gab keine Interaktionen zwischen Ihnen und diesen Droiden. Doch es gibt eine Aufzeichnung eines Gespräches zwischen Meister Vrook und Vandar über Sie. Erzähl mir mehr. Starte Wiedergabe. Fehler. Aufzeichnung teilweise beschädigt. Korrigiere. Heute habe ich ihn bei einer hitzigen Diskussion mit meinem Padawan ertappt. Sein Meister weigerte sich, ihn zu disziplinieren. Was schlagt ihr vor? Vrook? Ich respektiere eure Weisheit. Aber das geht euch nichts an. Aber unkontrolliert. Wenn das die anderen Padawane sehen, machen sie bald alle das Gleiche. Andere Studenten verachten ihn zutiefst. Richtig? Ein durchschnittlicher Schüler der Macht mit einer einzigartigen Stärke ist ein natürlicher Führer. Ich muss euch widersprechen. Mittelmäßige Jedi. Streben nach Macht. Führt zur dunklen Seite. Außerdem... Aufzeichnung abgebrochen. Beende Wiedergabe. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Na toll. Warum bist du im Kreis gegangen? Ich mache nur meine Runden. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Na gut, ich gehe da mal jetzt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe zu tun. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Schaut uns nächstes Mal hier auf Dantooine ein wenig um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.